Ich meine ganz ehrlich, die Menschen wissen nicht mehr, wie sie am Ende des Monats die Rechnungen bezahlen können, fahren zur Arbeit, möchten pünktlich zur Arbeit, bei der Arbeit ankommen und dann kleben hier Menschen fest. Es gibt Leute, es gibt Menschen, die schon längst auf Arztterminen warten, hier endlich einen Arzttermin haben und den eventuell genau auch deswegen dann nicht wahrnehmen können. Also da frage ich mich dann schon, überlegt man da, man bringt sich selbst auch in Gefahr und natürlich auch andere. Und ich finde es auch als Mutter nicht vorbildhaft für unsere Kinder und Jugendlichen. Genau das geht eben, so geht es eben in die falsche Richtung mit solchen Aktionen. Man verärgert den Bürger, man verärgert generell die Menschen draußen, die das nicht nachvollziehen können. Das geht einfach in die falsche Richtung. Ich finde, dass man mit tollen Aktionen wie Demonstrationen, die man anmeldet, viel mehr bewegen kann in diese Richtung, anstatt sich irgendwo hinzukleben. Ja. Die werden verklagt und wo sind die dann? Die kommen nicht, die erscheinen nicht am Gerichtstermin, weil die jetzt mal kurz nach Bali gereist sind. Also irgendwo ist das dann natürlich auch nicht nachvollziehbar, wenn ich von Umweltschutz spreche, denn für mich ist Umweltschutz genauso Heimatschutz. Und jeder kann bei sich zu Hause anfangen. Wenn ich einkaufen gehe, ja, dann schaue ich in den Einkaufskorb nebenan, Avocados dann aus Peru, die sind ja dann toll und hinterher mache ich Aktionen auf Klimaaktivist. Ich will nur damit sagen, irgendwo muss man sich da schon auch dann die Frage stellen, sind wir immer glaubwürdig? Ich würde da viel mehr in die Richtung Innovation, auf Richtung Innovation setzen, auch in der Politik. Es passiert ja schon. Und wachrütteln mit solchen Aktionen, mit Panikschüren, mit Weltuntergangsstimmung. Also ich glaube nicht, dass man da viel erreicht. Frau Zoderer, haben Sie den Eindruck, dass Klimaschutz zunehmend militant geführt wird? Ja. Ich denke an eben einige Aktionen von der letzten Generation. Ich denke auch beispielsweise an die Proteste gegen den Kohleabbau im deutschen Lützerath, wo ja teilweise extreme, gewissermaßen Schlachten gegen Polizisten geführt wurde, Hausbesetzungen und so weiter. Wird der Klimaschutz zunehmend militant in Ihren Augen? Ja, auf alle Fälle. Also es sieht wirklich sehr danach aus. Und das macht mir schon Sorge. Das bereitet mir Sorge. Und das ist eigentlich genau das, was Sie vorhin sagten. Wir wollen ja nicht in so eine Richtung gehen müssen. Weil da fängt es eben an. Und wie Sie richtig sagten vorhin, ja, wenn ich einmal ein Schnitzel esse, dann werde ich verurteilt, denn ich lebe nicht ganz so ökologisch oder nach den Vorstellungen der anderen. Aber genau mit solchen Aktionen, finde ich, unterstreicht man das ja noch. Jeder kann bei sich anfangen, jeder Einzelne. Und genauso habe ich das zum Beispiel auch gemacht. Wir haben in Parchins, ich sitze im Gemeinderat in Parchins, stellen Sie sich vor, die Rechtspartei, die Freiheitlichen, was haben die gemacht? Die haben aufgerufen, mit den Müllsäcken sind wir unterwegs gewesen. Wir haben Müll gesammelt, mit den Kindern, mit den Jugendlichen, mit den Familien. Jeder Einzelne kann da anfangen. Und nicht die Rechtsparteien sind die, die da mit dem Finger hochzeigen und nicht wissen, was da runterkommt. Auch wir setzen uns mit diesem wichtigen Thema auseinander. Apropos, und nochmal, Umweltschutz ist auch Heimatschutz. Naja. Glauben Sie wirklich, dass man mit Straßenkleben und sich einbetonieren gerade die anspricht, die eigentlich die Verursacher der ganzen Krise sind? Toll, die Aktion, Müll gesammelt in Bozen, schön, aber wäre es dann nicht mit einem Foto eventuell getan gewesen und das posten wir dann? Nein, es muss die Feuerwehr kommen und den Müll wegbringen. Da sind wir eben wieder. Also und übermorgen müssen wir auf der Memo die Kleber wegbringen. Dass die